Also grundsätzlich haben Sie recht, also eine Jura-Vorlesung brauchen wir nicht machen. Das ist tatsächlich Ländersache, Baurecht, und jedes Bundesland hat das idyllisch für sich alleine geregelt. Und es gibt so ein paar Gemeinsamkeiten, die sind aber eine schöne, ein roter Faden, um sich da lang zu hangeln. Kann ich eigentlich eine Garage bei mir bauen oder nicht? Und wie groß kann ich die bauen? Generell kann man sagen, in Deutschland ist es in jedem Bundesland erlaubt, erstmal genehmigungsfrei bis zu 30 Quadratmeter eine Garage zu errichten. Alles, was da drüber geht, ist dann genehmigungspflichtig. Das ist erstmal so die erste Grundregel. Die zweite Grundregel ist, wir können bis zu einer Höhe von 3 Metern davon ausgehen, dass auch da noch eine Genehmigungsfreiheit besteht. Und dann wird es dann aber auch schon ein bisschen komplexer. Dann muss man erstmal gucken, die Frage, wo soll die stehen? Wo befinde ich mich eigentlich hier mit meinem Grundstück? Das heißt, bin ich jetzt hier in Berlin im Innengebiet? Innengebiet ist halt alles, was direkt in der Stadt ist. Oder bin ich im Außengebiet irgendwo auf einem Cottage oder Bauernhof? Wo stelle ich die jetzt hin? Und davon hängt es dann eben ab, wie hangel ich mich da jetzt durch. Im Innengebiet kann man sagen, ist es erstmal erlaubt. Da will der Gesetzgeber auch in allen Bundesländern, dass Garagen gebaut werden können. Das heißt, ich kann davon ausgehen, im Innengebiet wird es mir schon möglich sein, eine Garage zu bauen. Da gibt es dann höchstens noch Ausnahmetatbestände, warum das nicht erlaubt sein könnte. Das ist dann Ländersache sozusagen. Mhm. Dann kann man gucken, bin ich im Außengebiet, bin ich auf dem Bauernhof, dann ist eigentlich es komplett umgedreht. Da lautet die Grundregel, es ist erstmal nicht erlaubt, weil der Gesetzgeber will im Außengebiet nicht irgendwelche Bauwerke haben. Das soll höchstens zu landwirtschaftlichen Zwecken oder zu gewerblichen Zwecken sein. Und erstmal muss man sagen, im Außengebiet ist es generell nicht erlaubt, es sei denn, es gibt Ausnahmen, die das dann erlauben. Das heißt, es gibt zwei verschiedene Gegenteile quasi von der Regelung. Das ist erstmal so die erste Herangehensweise. Und die zweite Frage, die man machen kann, ist, wenn ich jetzt im Innengebiet bin und ich habe jetzt hier mein Eigenheim und ich möchte jetzt gucken, wie kann ich jetzt konkret mir weiterhelfen? Als erstes muss man erstmal überlegen, habe ich einen Bebauungsplan bei mir? Das heißt, jeder, der Häuslebauer ist, der weiß erstmal, okay, es gibt einen Bebauungsplan, ich habe ja mein Haus gerade gebaut, in den Bebauungsplan gucke ich rein und dann weiß ich auch wirklich alle Regelungen zum Thema Garage, die sind dann in diesem Bebauungsplan enthalten, dann muss man auch nirgendwo anders mehr gucken. Dann gilt alles das, was da in dem Bebauungsplan drinsteht. Wenn ich jetzt ein Haus gekauft habe und weiß jetzt gar nicht, ist das hier ein Bebauungsplan in meinem Gebiet, dann gibt es eigentlich immer nur den Hinweis, frag bei deiner Gemeinde nach, weil die örtliche Gemeinde ist letztlich die Gemeinde, die entscheidet. Und das ist auch eine Besonderheit in Deutschland, das nennt sich Ortsrecht. Jede Gemeinde in jedem Bundesland kann auch nochmal eigene Regeln festlegen, wie konkret eine Garage gebaut werden darf. Die wichtigste Sache ist eigentlich da in Deutschland, da machen sehr, sehr viele von Gebrauch, dass die zum Beispiel sagen, wir legen als Ortsrecht fest eine Vorgabe zum Thema Dachbegrünung. Dass man sagt, das ist jetzt hier ein Bebauungsplan. In dem Gebiet, da sind jetzt zulässig irgendwie 150 Häuser und diese 150 Häuser kriegen jetzt eine Auflage, eine Garage geht immer nur mit einer Dachbegrünung. Oder was jetzt ganz aktuelles Thema ist, eine Garage geht nur mit einer Photovoltaikanlage. Das heißt, ich kann erstmal gucken, bin ich in einem Bebauungsplangebiet und in dem Gebiet gucke ich dann in den Bebauungsplan nach. Wenn ich den nicht habe, frage ich bei der Gemeinde nach und die helfen auch immer weiter. In der Regel, und ich habe es noch nicht erlebt, dass es nicht so wäre, in der Regel gibt es die auch zum Download. Und dann kann man sich selber da helfen und durch das Dickicht durchfuchsen. Also man kann aber sagen, man braucht keine Angst davor haben, dass die Garage nicht genehmigt wird. Also ich habe es in meiner Laufbahn noch nicht erlebt, dass wir da Riesenprobleme gehabt hätten. Die allermeisten Garagen werden genehmigt bei uns.